So, jetzt sind wir hier in Singen. Schauen wir mal ein bisschen schauen, was es da so hat. So, schauen wir mal hier den schönen Brunnen. Das Wasser ein bisschen dreckig. Naja, wenn wir mal putzen, geht es da mal. Da haben wir noch etwas für unsere kosovarischen Brüder. Oben dran. Da haben wir auch den Blauschen. So, jetzt sind wir hier beim Rathaus. Gehen wir mal rein und schauen. Ja, schauen wir mal dort oben. Da hat es ja einen Bauer. Gehen wir doch dort mal. Gehen wir doch mal dort oben schauen. Ah, jetzt ist die Karte rausgekommen. Entschuldigung, die Karte ist nicht. Okay, danke. Da bin ich mal ein bisschen Sohlen raus. Muss ich den Scheissdreck kaputt schlagen? Da bin ich mal. Kommt hier keine Kohle. So, guten Abend miteinander. Moment schnell. Heute sind wir in der Festungsruine Hohentwil. Jetzt schauen wir mal ein bisschen schauen miteinander, oder? So, schaut mal da. Gefürchtige Friedhof. He. Haben sehr wahrscheinlich alle unsere Schweizer abgeschlachtet. Da kannst du ja kaum leben, du siehst ja nichts. He. Das ist natürlich ein bisschen eine alte Ruhestätte, da sollten wir eigentlich gar keine Videos machen. Hey, da kannst du ja nichts lesen, schau mal. Nein. Ah, fuck! Ah! Ich bin voll in die Dings rein. da kann man etwas lesen, schau mal. Mein Bein, Alter. 1857 bis 1898. Fuck, Alter! Der Theodor Eberspecher, der Festungsaufseher, hat hier den Löffel abgegeben. Und finde es eigentlich noch schön. Ah! Es brennt voll an. Schau mal da, die Maulwürfe. Hoi! Ist hier jemand zu Hause? Hoi! Doch nicht. Da haben wir auch noch ein paar Grabsteine. Und jetzt haben wir, glaube ich, genug gesehen. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal rauf in die Festung. Gott, verdammt ihn mal. Hätte jetzt ein bisschen weniger steil können machen, den Huren weg. Opfertell ihn mal. Schau mal, das Bänkchen da ist ja schon eine Flasche Wasser da. He? Ja, super. Super, Tscheichen hochlagern. Ein bisschen Kraft tanken. Dann können wir weiter marschieren. He? So, dann müssen wir jetzt da schön ein bisschen abkühlen da rein. Ne? Schön kühle Luft, wir müssen hier ja Hochdeutsch sprechen, weil wir sind ja hier in Deutschland und nicht in der Schweiz. Jawohl, hier sammelt sich echt die Feuchtigkeit, der ganze Scheissdreck. Da laufen wir da mal in die Brücke. Jawohl, angenehm. Schön kühle Luft. Da klemmt mir gerade das Viertel zusammen, wenn ich hier runter schaue. Wirklich. Schau mal da, steht da gut alte Samara drin. Samara, 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 Samara. Oh, da ist jetzt alles Bienen. Hallo, bist du drin? Entschuldigung, geh ich für dich schnell runter.
Oh, jetzt habe ich gerade die Maske angeliefert. Es ist effektiv wichtig. Ja. Können wir gerade die Hände waschen, die ganzen Hände verläufern, oder? Handwaschwasser, jawohl. Nein, wettige Scheissdreck, da kommt die gar nicht. Nein! Natürlich. Ihr könnt hier auch übernachten, wo ich sauber mache, wenn ein Boden ist. Kein Problem. Hier kannst du den Stuhlgang für mich. Du tust das natürlich so an, damit der Viertelspalt in der Mitte ist. Und dann kannst du schön runtergackeln. Du kannst schön runtergackeln. Ja, was ist das für ein Gang da? Das ist für mich definitiv die Gegend, wo ich gesessen. Aber auf jeden Fall haben wir hier auch so Sitzmöglichkeiten. Da gibt es natürlich auch noch schöne Ruinen da vorne. Schaut mal, da bin ich gut mega. So, also, gehen wir mal hier runter. Nein, dann nehme ich Safety First. Dann nehme ich lieber die Stege. Gehen wir da mal schauen, ob da ein Ausländer hauset. Hier mit seiner 12-köpfigen Familie schlafen. Ja, das sieht aber. Da ist sehr wahrscheinlich die Stube. Alter! Du siehst natürlich nichts mit dieser hohen Gesicht. Ja, schau jetzt. Schau jetzt da. He. Jawohl, gemütlich. Schön anhäkeln. Dann schaust du ein bisschen geradeaus. He? Nein, ich hatte, schau mal, wie ist der Lässig da drin? Schau mal da die schöne Aussicht. Ein bisschen Wildhäuser, jawohl. Hier vorne haben wir den Vierwaldstättensee. Mal. Angenehm, der Eberhard zu tun. So, hier wäre die Arrestzelle. Da könnt ihr natürlich da aussen rumlaufen. Da könnt ihr mal schauen, wie es da innen aussieht. Komm jetzt mal, du Arschloch, komm. Kannst mal schauen, wo die ganzen Ausländer verfrachtet worden sind früher. Jetzt komm endlich, jetzt bist du immer noch mal aufnehmen. Komm, verdammt mich noch mal. Komm! Kopf verdammt mich noch mal, komm jetzt! Schau mal, da haben sie können trainieren, den Stangen oben. Kannst du auch einen Klimmzug? Bravo, bring ihn heim, komm! Wow. Hey, jetzt aber, hä? Bei Russländern geht man klopfen. Ja, schmeiß es an. Ja, ich hab Paranoia. Ja, was soll ich machen? Ja, ich kann es. Scheiße, ja. Alter. Ja, mein Handy, Mann. Jawohl. So, schau dir mal die schöne Aussicht. Das nenne ich mal eine Aussicht. Dann müssen wir mal schauen miteinander. Ja, das ist ein bisschen hoch. Jawohl, da habe ich jetzt ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt so nah an den Rand. Schauen wir mal da das Loch hin. Könnt
Zullen we mal schauen mit ihnen. Jawohl. Sieht genau gleich aus wie die anderen Höhlen auch. Aber da hätten wir jetzt mal ein bisschen anderes Steingewebe. Da hat sich dort jemand fäkaliert am Boden. Jawohl. Und hinter dieser Mauer ist sehr wahrscheinlich die Mumie des Tutanchamun versteckt. Oder weiss er den Gott. Jawohl, angenehm kühl hier unten. Auf dem Plan. Das ist nicht mehr hier. So, es ist Zeit für ein bisschen Lach-Yoga. Jetzt bin ich wieder in Brennnesseln. Gottverdammt, ich mal nur Brennnessel, Alter. Mal schauen, ob Samara vielleicht da unten ist. Ich weiß eigentlich gar nicht, wieso wir die überhaupt suchen. Aber da hat es auf jeden Fall ein Pfeil, oder? Könnte ja sein. Das ist aber gefürchtig. Hilfe! Hilfe! Samara? Er ist ja gefürchtet. Fühlst du dich da unten? Ich fühle mich nicht so wohl. Ich fühle mich wie im Ausland. Wenn ich den Scheisser habe. Wenn ich wegen irgendwie wieder so einen Scheisser gefressen habe. Oh. Jetzt aber, hä? Samara. Ja, vielleicht hat sie da angehauen. Da hat sie die Nase geputzt. Schau mal, da hat Samara die Nase geputzt. Da haben wir ein Nasentuch gepackt. Da hat sie mit dem Röhrli, weiss, hat er gut gelassen, Kokain geschnüffelt oder was auch immer.